Bei mir ist heute Regenwetter. Aber trotzdem hole ich mir leckeren Zucchini aus dem Garten. Mit dem werde ich was Feines kochen. Ich möchte auf das Sonntagsschnitzel heute nicht ganz verzichten, möchte aber kein Fleisch essen. Und darum gibt es eine vegetarische Variation. Ich werde den Zucchini, den wir uns gerade geholt haben, heute mit Ei panieren. Dann kommt noch Käse dazu. Ich habe hier drei verschiedene Käsevariationen. Bergkäse, ein Emmentaler und noch einen Chiron. Salz, Pfeffer und Knoblauch brauchen wir auch noch. Mehl dann zum Wenden und natürlich Öl zum Auspacken. Ich bereite mir mal den Zucchini vor. Und damit die Eipanier dann auch auf den Außenseiten gut hält, schäle ich ihn gegen gleich und jetzt werde ich ihn in Scheiben schneiden. Ich verschlage meine Eiweiß in einer Schüssel und dann kommt noch Käse dazu. Das rühre ich alles gut durch. Jetzt bereite ich mir die Zucchini vor und dafür habe ich zu den Gewürzen etwas Öl gegeben und damit bestreiche ich die Zucchini jetzt auf beiden Seiten und werde sie einmal im Mehl wenden und dann kommen diese Zucchini in die Eikäsemischung. Und so kann ich sie jetzt im heißen Fett auf beiden Seiten ganz langsam backen. Unser Zucchini ist jetzt auf beiden Seiten schön knusprig goldbraun gebacken. Und jetzt gebe ich ihn noch vor dem Servieren auf Küchenkrepp, damit er abtropfen kann. Preiswert, einfach, schnell und lecker. So sind unsere Zucchini-Schnitzel im Ei-Käsemantel. Und dazu gibt es noch einen schönen Dip aus Joghurt, Knoblauch und ein paar frischen Kräutern. Und natürlich darf ein Salat nicht fehlen. Und so gibt es einen herrlichen, fleischlosen, vegetarischen Sonntagsgenuss. Es freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. In der Playlist findest du noch einige andere leckere vegetarische und vegane Rezepte zum Nachkochen. Und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.